Hallo, hier ist Natalia von stampikablogspot.com. Heute möchte ich euch zeigen, wie Sie so ein Osterei basteln können. Das geht ganz einfach. Wir brauchen eine ganz normale Ei. Wir müssen zwei Löcher unten und oben machen. Dann müssen wir komplette innere Teil entfernen. Das kann man so machen, dass man in eine oben zum Beispiel pustet und dann kommt unten alles raus. Dann müssen wir Ei mit Wasser durchwaschen und trocknen lassen. So, um diese Aufhängemöglichkeit herzustellen, brauchen wir einen Garn. Das ist hier zum Beispiel Strickgarn. Und ich zeige euch, wie man so einen Quasten macht. Wir brauchen eine ganz normale Pappe oder einfach Stück Verpackung. Und wir schneiden diese Teil einfach auf diese Länge, wie lang wir unsere Quasten haben möchten. Das ist jetzt zum Beispiel die Länge. Dann nehmen wir dieses Garn und wickeln wir mehrmals um den Karton rum. Es hat so viel, wie unsere Quasten dick sein soll. Das wird mir jetzt reichen. Dann schneiden wir mal das ab. So, dann nehmen wir diese Wangengarn, eine Häkelnadel und dann ziehen wir Häkelnadel so darunter und ziehen wir unsere Garn hier oben. So, einmal durchziehen. Dann lassen wir auf einer Seite ca. 15 cm Garn und binden oben zwei Knoten. Jetzt können wir das von unserem Karton entfernen. So, diese längere Faden lassen wir einfach liegen und wir arbeiten weiter mit diesen kürzeren Faden. So, dann machen wir dieses Faden, wollen wir jetzt hier mehrmals oben wickeln. Machen wir nach unten, lassen wir ein bisschen oben Platz frei und dann wickeln wir ein paar Runden. Wir legen Fäden von oben nach unten, so dass es eine gleichmäßige Reihe entsteht. Dann nehme ich Häkelnadeln, ziehe ich da drunter unter diese gewickelte Reihe und dann ziehe ich diese Restfaden hier nach oben durch. So. Und dann lassen wir hier ein Faden hängen nach oben. Und dann ziehen wir jetzt nochmal das gleiche Restfaden nochmal nach unten. Damit schließen wir das ab ohne Knoten. Am besten verstecken wir diese kürzere Faden unter den längeren. So. So sieht jetzt unsere Quasten aus. Dann schneiden wir hier alle Fäden durch. So. Machen wir jetzt alle Fäden gleich lang. Und schon ist es fertig. So, hier ist noch ein Faden. So schön wird das sein. Das können Sie für jedes weitere Projekt verwenden. Nicht nur jetzt für diese Osterbasteln, sondern auch für andere Anlässe. So, ich habe jetzt hier mein Ei schon fast fertig. Ich habe dieses Ei genommen, auf eine lange Stricknadel aufgesetzt. Dann habe ich auf eine dünne Schicht von dieser Bastelkleber aufgetragen. Das ist diese weiße Bastelkleber.
und dann oben drüber ganz normal Glitter bestreut. Das ist jetzt abgeschnittene Flaschen unten. Das hilft uns jetzt überflüssige Glitter, ich habe es einfach so draufgelegt und gestreut, das hilft uns jetzt die Glitter auffangen, dass wir dann Glitter immer noch verwenden können und als Trocknungsplatz. Ich habe jetzt bei diesem Ei noch eine Schicht von dem Kleber drauf gemacht, da es ein durchsichtiges Kleber ist, sieht man den nicht, aber das macht schöner Abschluss und die Glitter fällt nicht ab. Es sieht zwar schon ein bisschen anders aus, aber ich finde es in Ordnung so. So, deswegen müssen wir jetzt dieses Ei ganz schön trocknen lassen und erst wenn es trocken ist, müssen wir es noch mit einer Schicht Kleber überziehen, aber es, wie gesagt, nach Wunsch. Wenn das alles fertig ist, nehmen wir unsere Faden wieder. Machen wir auf der gewünschten Stelle, wo unsere Ei hängen soll, untere Teil, zwei Knoten und ziehen wir eine große Perle drüber. Zum Beispiel solche habe ich jetzt verwendet. Das wird unsere Ei dann an der gewünschten Stelle halten. Und dann machen wir, wenn sie eine längere Häkelnadel haben, müssen wir jetzt Ei auf unsere Faden anziehen. Halt mit Haken holen oder mit jedem weit einfach dünnere Gegenstand. Vielleicht haben sie auch lange Sticknadeln, weil ich habe nur kürzere, die kommen nicht komplett durch den Ei. Und dann, wenn sie es alles so machen, dann muss am Ende, ja, oben können sie auch mit einer Perle noch dekorieren und dann kann so eine Osterdeko entstehen. Das können Sie auch, solche Eier kann man auch mit doppelseitigem Klebeband dekorieren. Sie können zum Beispiel ein paar Streifen von dem Klebeband machen, das alles mit einer Art von Glitter bestreuen, einfach andrucken und dann der restliche Platz auf dem Ei können Sie einfach mit anderen Glitter machen, je nachdem wie Sie das dekorieren möchten. Sie können halt, ich habe auch gedacht, es kann sein, dass, um den Prozess zu erleichtern, wir können Glitter einfach normal mit dem Kleber mischen und dann das alles einfach bestreichen. Ich habe es ausprobiert, aber wie man hier sehen kann, man kann nicht einschätzen, welche Menge von Glitter befindet sich im Kleber. Und teilweise kann man dann, können solche unschöne Löcher entstehen. Deswegen ist es besser, Ei erst mit Kleber bestreichen und dann mit Glitter bestreuen. So, ich hoffe, dass jemand von euch probiert das aus. Wenn Sie es machen, können Sie einfach Link bei YouTube hinterlassen im Kommentarenbereich oder auch auf meinem Blog www.stampika.blogspot.com. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbasteln und auf Wiederhören.